Insgesamt 14 Winzer aus Niederösterreich, Steiermark und dem Burgenland brachten beim zweiten Ipsitzer Weinfest edle Weine zur Verkostung. Der Ferrumwein 2012 wurde natürlich wieder im Meisterbecher der Ipsitzer Frauenzeche angetrunken. Frauenzechenobmann Eduard Sonneck, Kirchenwirt Josef Zellhofer und Bürgermeister Josef Hofmacher stießen mit den Schmieden und Winzern auf das Weinfest an. Die Ipsitzer Musikanten spielten auf und sorgten für gute Stimmung am Marktplatz und im Ferrum. Die fesche Ipsitzer Frauenwelt genoss die edlen Tröpferl und die Fachwelt diskutierte über Abgang und Blume. Monika Friesner hatte beim Verkauf der Wein trifft Eisengläser alle Hände voll zu tun. In der Schmiedegalerie von Christine Habermann von Hoch gab es ausnahmsweise auch tschechisches Bier und vor allem eines: Original Olmützer Quarg. Im Atelier Habermann zeigt die Künstlerin bis auf Weiteres verschiedene Kunstwerke wie Schnitzarbeiten, Metallarbeiten und Zeichnungen aus ihrer Schaffenszeit der letzten 12 Jahre. Alle beteiligten Winzer erhielten schmucke Miniaturzangen von Erich Helm, die mittlerweile beliebtes Sammlerstück sind. Zwischen der niederösterreichischen Weinkönigin Anna Greil und der Schmiedefürstin Habermann hat der Bürgermeister gut lachen und plant bereits das nächste Weintrifft-Eisenfest in Ipsitz.